Jetzt wird's schwieriger. Jetzt wird's schwieriger und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Star Wars Battlefront Multiplayer. Ah, Upgrade auf der neuen Karte. Okay, Uwe. Ich versuche ein bisschen vorzurücken. Ich habe mir mal den ELFH Blaster genommen. Boah, das war knapp, ich wäre fast überfahren worden. Mist. Okay. Holen wir sie uns. Also wir müssen da rein, um auf der anderen Seite dann mit der Funkelfüchse wieder rauszukommen. Die stehen alle hier und snipern, ne? Die stehen alle nur da. Das ärgert mich ein bisschen. Hier stehen 5 Mann von uns rum, anstatt irgendwas zu machen. Ja, scheiß Geldschützen. Ja, die haben aber wirklich überall nur die Geschütze aufgestellt, ne? Ja. So, die Geschütze sind down. Die ersten zumindest, die werden bestimmt gleich wieder welche aufstellen. Scheiße. Ionenstörung bestätigt. Schützt unseren ATM-6 vor Angreifern des Widerstands. Okay, wo sind sie denn? Da guckt einer raus. So. Okay. Also wer wissen will, wie man das Ganze verteidigt, einfach die letzte Folge nochmal schauen. Gott. Uwe, was geht ab? Ich wurde zerstört. Okay, bei mir, also ich, wie gesagt, ich passe mich jetzt den Gegebenheiten an. Ich habe das Sniper jetzt ausgerüstet. Einer der Anführer des Widerstands ist hier. Und werde jetzt mal ein bisschen nach vorne rücken. Ich weiß, das wird mein Tod sein. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich hier. Gut. Die Airspeeder, ne, die haben, das ist schon, sind schon ein bisschen, oder? Overpowered. Ja, die können uns ja einfach überfahren. Hm. Oh, die haben den Ray, fuck. Warum trifft man den nicht? Der muss doch down gehen, jetzt reicht's mir hier aber. Zack, gut. Da ist der nächste. Ich bin noch zu weit hinten. Ich zeige hier gar nichts von der Karte, ich zeige hier nur, wie man die Airspeeder jagt. Man läuft aber auch nicht. Nee. Wenn ich immer vorne down die Airspeeder und der Ray hat mich auch schon ein paar Mal. Der Ray Bay verteidigt wohl bei denen? Ja. Nicht diese scheiß Geschütze, die ich dann down attacke, das nervt mich. Ja.
So, wie gesagt, ich mache hier Jagd auf Airspeeder. Mensch. Na, es läuft ja noch nicht. Das sind zu viele. Das, die haben echt alle drei Minuten oder alle drei Sekunden, besser gesagt, haben die so einen neuen Airspeeder hier am Start. Können wir denn da schon rein jetzt? Nee, ich glaube noch nicht. Ich hätte gern mal einen AT-ST. AT-ST der ersten Ordnung eigentlich. Siehst du? Okay. Ja, Mann! Jagd auf Airspeeder. Wollt ihr mich tatsächlich überfahren, der kleine Hoshi? Die fliegen hier immer gegen mich, ne? Und sterben dabei selber. Ich krieg einen Kill. Hast du AT-ST hier? Ja. Sehr gut. Dann rücke ich jetzt mal ein bisschen vor. Oh, jetzt hat er mich doch noch erwischt. Schade. Schade weh. Schade weh, ehrlich. Okay, puh. Alles klar, Uwe. Ich komme mal aus der Luft, ne? Hm? So. Wo brauchst du Hilfe, Bruderherz? Ich bin gerade vorne an einem Geschützgraben. Okay. Ah Gott, das haben wir nicht. Jetzt haben sie mich. Aber ich lasse mich nicht. Wir nehmen den gleich nochmal. Richtig so. Wie gesagt, man kann ja ruhig mal alles zeigen aus der Luft, ne? Mhm. Richtig. So. Was ist jetzt? Muss ich auch. Nein, ich muss meinen Teil wahrscheinlich verlassen. Mhm. Nee, muss ich nicht. Aber es wird nicht mehr viel bringen hier. Gut. Weil wie gesagt, wir müssen ja jetzt hier rein, ne? Ja. Ich rush jetzt hier rein. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Ach Mist, von der anderen Seite, okay. So, du hast ein AT-ST, ne? Mhm. Immer noch? Ah, alles klar. Mensch, läuft mir der andere AT-ST auf der Linse rum, Alter. Rasslich. Ihr müsst eigentlich mit zwei AT-ST, einer links, einer rechts rein, ne? Also einer links, die in Schach halten und einer rechts. Gut, einen haben wir auf dem Punkt, zwei Mann, drei Mann auf dem Punkt.
So, die da drüben ein bisschen in Schach gehalten. Wo ist denn hier einer hinter uns? Oh, scheiße, das haben sie mich. Wer denn da vom Boden? Ein Spezialagent ist jetzt auf dem Schlachtfeld im Einsatz. Na, von da hinten. Scheiße. Oh, halt. Niemand kommt in meine Welt. Alles klar. Da hinten ist ein Sniper. Hier ist so ein Kupferfuchs hier. Funkelfuchs. Ja. Funkelfuchser. So, los, der ATST muss das jetzt machen hier. Ah. Funkelfuchser. Wir haben's schon. 100, ja. So, noch schön verprasst hier, dem Muni. Alles klar. Und hier an der Stelle haben wir dann in der letzten Runde dann so episch verteidigt, ne? Ja. Ich sag, wer es nicht glaubt, einfach nochmal die letzte Folge schauen. Ich hab's probiert, aber der hat ein explosives Wachgeschütz. Gut, mit dem Kampfläufer kommen wir dort nicht rein. Alles klar. Huber können dich nehmen, oder? Fassner, ich nehme mal Captain Fassner. Jo, denk dran, hast du so ein Geschütz, ne? Okay. Das gibt's doch nicht. Wie konnte der mich bitte erwischen? Oh, Sau, Alter. Geht ja gar nicht. Der konnte jetzt durch die Wand mit seinen Explosivgeschossen hier. Uwe, das du fass mal, ne? Ich bin schon dort down. Echt? Ja. Ich probiere mir jetzt mal eine Flamme zu blocken. Haut ab hier. So, seid ihr hier reinkommen? Ich bin gar nicht davor gerückt. Nee? Ach Mist, ich war dann schon zu geschwächt, ich konnte es mit dem Luke nicht mehr aufnehmen. Aber ich hoffe, ich habe eine Schneise reingeschlagen. Hoffe ich zumindest. Ja, beim ersten Punkt sind sie. Das hilft nämlich am meisten, wenn du mit so einem Helden dann auch wirklich die Kräfte nutzt und dort mal durchbrichst und nicht irgendwo defensiv stehen bleibst. Das ist ja dann... Dafür ist eine Aufgabe, wenn du ja es geht mit. Aber ich befürchte, wir müssen dann eigentlich müssten wir alle drei noch auf einen Punkt, dann auf den nächsten. Ja, ne? Bibidi Bubidi. Boah, was ist das? Boah, hab ich mich jetzt verlaufen hier? Okay. Mist! Ja, Yoda ist down, hoffe ich doch mal. So, ich brauche eine andere Waffe. Ich habe die ganze Zeit immer noch die ELFH gehabt. Und die schießt ja so langsam. Das geht schon, ne?
mittlerweile geht's schon, aber auf Nähe ist es halt nichts. Nee, ich hab's gerade gemerkt, der Yoda kam gerade auf mich zu und der hätte Yoda ich... mit einem anderen Ding. Das ist ja so flink. Ja. Boah, wo denn? Ach, der Ray. Aber das sieht so aus. Okay, ja, aber wir können es noch schaffen. Es ist noch nichts verloren. Wir haben jetzt einen Darcy am Start. Na, ich denke, es wird nichts hier. Ist auch schwer einzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Dann die mit ihren explosiven Wachgeschützen, die immer dort hinten rumstehen. Ja, übel. Okay, 22 Mann. Vielleicht mit ein bisschen Glück, Uwe? Mhm. Aber da hinten mit ihren ganzen Muggis im Sinn, ja, ist ja schwer. Die stehen dort alle. Wie gesagt, man muss dort reinpreschen irgendwie. Ich denke, es wird nichts mehr. Ich meine, wir haben sie fast. Ihr seht jetzt oben in der Mitte die zwei Punkte. Der Balken ist fast runter. Mhm. Das könnte knapp werden, sieht gut aus eigentlich. Eins haben wir. Ich habe noch mal eine Idee. Noch 12 Mann. Ja. Schaff mal. Glaub ich doch. Ja. Ja! Ey, geil. Ich konnte tatsächlich nochmal einen Raketenwerfer abfeuern. Wir haben es geschafft. Zweimal neue Karte, zweimal gewonnen. So muss es sein. Ist doch gut. No? Sehr geil. Gut, und mit diesen zwei Siegen verabschieden wir uns erstmal von euch, ja, mit dem neuen DLC. Wie gesagt, bei der Kampagne dranbleiben, das spiele ich mit euch noch. Und wir arbeiten natürlich auch an Uwe seinem Kanal, muss man auch mal dazu sagen. Uwe wird euch auch bald mit Gameplay-Videos beeindrucken, nämlich mit Pro Evolution Soccer, ne? Ja. Zuerst, genau. Und da spielst du die Karriere? Spiel ich die Karriere, lasst euch überraschen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Richtig, was werden wir noch bei dir sehen, Uwe? Na, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Weil du machst ja dann auch hauptsächlich die Vertretung. Zwei Wochen dann Solo-Projekte, ne? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ach, du lässt dir sowieso was einfallen. Also lasst euch überraschen, wie gesagt, alle mal beim Kanal vom Uwe vorbeischauen, ein Abo reinhauen. Dort geht's bald los, Absturzzockt Let's Play wird immer größer. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Also, reingehauen, liebe Grüße, Rob und Uwe, bis zum nächsten Mal. Achtung, wir sind im Ziel! Attackiert sie mit allem, was ihr habt!